The atomizer strike on your order. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Megombre, der Consolero mit Sombrero, und wie ihr vielleicht ja mitbekommen habt, haben es Ende Januar, also fast volle 3 Monate nach dem ursprünglichen Release von Infinite Warfare, auch endlich mal die lang erwarteten Leaderboards ins Spiel geschafft. Wer von euch mein kürzlich erschienenes Video bezüglich meiner 1000er Winstreak in Infected gesehen hat, weiß ja, wie gut ich diesen Modus aktuell noch immer am Suchten bin, und da ich mittlerweile bereits über 1200 Runden Infected absolviert habe, war es für mich dann natürlich auch ganz interessant zu sehen, wo ich mich mit dieser Leistung in dem weltweiten Infected Leaderboard platziere. Das erstaunliche Ergebnis seht ihr nun hier im Hintergrund, denn ich habe es doch tatsächlich in die Top 100 der weltweit besten Infected-Spieler geschafft, und der Trend geht aktuell weiter nach oben für mich. Und zusammen mit meiner reinen Spielzeit von mittlerweile über 2 Tagen macht mich das nicht nur zu einem der besten Infected-Spieler der Welt, sondern auch zu einem der erfahrenensten. Denn in den Plätzen 1 bis 1000 gibt es aktuell nur eine Handvoll Spieler mit einer so hohen Spielzeit in diesem Modus. Im Hintergrund seht ihr übrigens einen Ausschnitt eines ganz passablen De-Atomizer-Gameplays auf der Map Dominion, dem neuen DLC-Remake des MW2-Klassikers Afghan, welches ich nach Erreichen der Top 100 erspielt habe. Lasst mich wissen, falls ihr euch für das komplette Gameplay interessiert, dann kann ich dieses auch gerne nochmal gesondert hochladen. Aktuell gab es auf meinem Kanal ja schon seit einiger Zeit kein sehr ausführliches Tipps und Tricks Video mehr, und da ich mal wieder so die Lust an der Produktion eines solchen Videos verspüre, möchte ich euch heute fragen, ob ihr Interesse daran habt, dass ich ein Tipps und Tricks Video für den Spielmodus Infected erstelle, in dem ich euch meine ganze gesammelte Erfahrung aus diesem Modus wiedergebe. Einige Inhalte eines solchen Videos sind zwar in der Regel immer offensichtlich, aber meine ausführlicheren Tipps und Tricks Videos aus der Vergangenheit haben eigentlich immer wieder gezeigt, dass für nahezu jeden Spieler auch einige neue, sehr hilfreiche Informationen enthalten gewesen sind, und bei einem Tipps und Tricks Video für den Spielmodus Infected wäre es sicherlich nicht anders. Da die Produktion eines solchen Videos jedoch sehr zeitintensiv sein wird und ich ja ohnehin gerade nicht so viel Zeit habe, neue Videos zu produzieren, möchte ich mich vorerst zunächst bei euch darüber informieren, ob eurerseits überhaupt Interesse an einem solchen Video bestehen würde. Schreibt mir also bitte das Hashtag 98 in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass ich mit der Erstellung eines solchen Tipps und Tricks Videos beginnen soll. Gut, Jungs und Mädels, ich mache mich dann mal wieder auf die De-Atomizer-Jagd im Lande der Infectados. Und bin auf euer Feedback auf jeden Fall sehr gespannt. Lasst natürlich wie immer auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, um immer up to date zu sein und keines meiner kommenden Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sicher bald schon im nächsten Video wieder. Ein weiteres großes Supply Drop Opening steht nach dem Release der neuen Waffen bereits vor der Tür. So viel kann ich schon einmal verraten, man darf also gespannt sein. Bis dahin also, euer Ombre.